Neulich bin ich vorm Schminkspiegel gesessen und habe mir gedacht, das geht definitiv nicht mehr. Und das finde ich sehr traurig und schade. Es ist das Erste, was mir in meiner Transformation zu grau nicht so taugt und ich schade finde, aber ich habe eine Lösung gefunden, ja. Und zwar geht es um Bräunungspuder, den ich mir in der kalten Jahreszeit gerne draufgegeben habe, um frisch auszuschauen. Und das geht deswegen nicht mehr. Ich zeige es dir jetzt. Also ich habe ja so einen tollen Pinsel. Das ist eigentlich so ein Taschenpinsel, auch von Make-up Coach. Also überhaupt, wenn du zum Thema Bräunungspuder wissen willst, wie man den auftragen soll, weil das Gesicht hat ja eine Anatomie und das soll ja natürlich ausschauen, also nicht einfach nur irgendwie, dann schau dir die Videos von Make-up Coach an. Ich wollte dir eins raussuchen, aber sie hat mehrere dazu und ich finde, du sollst einfach alle anschauen, damit du es auch weißt und kannst. Gib einfach bei YouTube in die Suchleiste ein Make-up Coach Bräunungspuder und dann bekommst du die Ergebnisse. Der ist ja auch von ihr und der ist zwar fluffig, aber sehr eng gebunden und genau optimal für Bräunungspuder. Ich habe am liebsten den hier verwendet von der Farbe her, habe aber auch den helleren, also ich habe ausprobiert. Ich lege mich nie ganz fest, weil man kann ja auch ein bisschen mischen, immer so, wie es für einen selber dann gut ausschaut. Und habe eben, man sollte den Bräunungspuder dann, also ich tauche ihn jetzt nicht ein, so auftragen, also am Harnsatz, dann hier, wo so überall, wo so das Gesicht so Vertiefungen hat, dann hier, so habe ich es dann auch aufgetragen. Ja, also ein bisschen. Man kann es eigentlich eh im ganzen Gesicht auftragen. Nun muss hell und dunkel die Balance halten. Also unser Gesicht ist ja, also unser Kopf ist ja wie eine Kugel. Und eine Kugel hat ja auch so eine Glanzstelle. Und zum Beispiel da darfst du dir das nicht auftragen. Es muss immer heller sein. Also alle Erhebungen, die Knochen sollten heller sein, damit das natürlich ausschaut. Und das geht jetzt nicht mehr, weil ich habe dir ja schon in diesem Video erzählt, dass du beim Make-up aufpassen sollst, weil wenn sich die grauen bzw. weißen Haare einfärben, kriegst du es nicht mehr raus. Also du kannst es nicht mehr rauswischen, weil das frisst sich richtig ein und man muss sich dann die Haare neu waschen. Und wenn ich jetzt gerade mich fertig mache, um irgendwo hinzugehen, habe ich eigentlich überhaupt keine Lust und auch keine Zeit, die Haare noch einmal zu waschen, ja, wenn sich da was eingefärbt hat, wenn ich nicht genug aufgepasst habe. Und ich habe mir immer wieder gedacht, ich probiere es einmal, ich traue mich mal drüber, also ich traue mich einfach jetzt nicht drüber. Und mach das einmal vorm Haarewaschen, aber wer denkt schon vorm Haarewaschen dran, sich da jetzt irgendwie zu schminken? Das habe ich einfach nicht geschafft. Also da traue ich mich tatsächlich nicht drüber und lasse es lieber sein, weil ich kann mir eben nicht vorstellen, dass ich, weil ich habe so viele Ansatzhärchen, ja, so kurze, also sind Sprunghaare, hat mir mal ein Friseur gesagt, nennt man das. Und auch wenn ich dann jetzt zum Beispiel irgend so ein Haarband verwenden würde, springen die ja trotzdem vor die Kleinen da. Und wenn ich es so mache, dann ist das Ergebnis ja nicht das, was ich will, dass es natürlich ausschaut. Ja, das geht jetzt nicht mehr. Ich habe aber jetzt eine Lösung gefunden und zwar auch mit einem Produkt von Make-up Coach, das heißt Ratzfatz. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Und das ist ein Make-up-Puder. Also schaut so aus. Und das habe ich mir mal, weil ich einfach neugierig war, auf ihre Produkte gekauft und hat in dem Ton, den mein Gesicht hat, wenn es leicht gebräunt ist. Also nicht, wenn es weiß ist oder so. Das habe ich mir damals irgendwie gekauft. So weiß ich jetzt nicht mehr im Herbst, wie ich noch braun war, keine Ahnung. Also das ist nur ungefähr eine Nuance dunkler als mein Teint im Winter. Und damit funktioniert es, ja. Und das ist so ein tolles Produkt, das heißt ja auch Ratzfatz, da muss man nicht so aufpassen. Das ist
Also wie alle Produkte von Make-up Coach einfach easy zum Handhaben, ja. Deswegen liebe ich die, also abgesehen von der Qualität, liebe ich sie einfach, weil sie auch so, also man kann alles kombinieren, ist wie so ein Baukastensystem. Ja, und wenn ich da so rein, dann mache ich nur ein bisschen, damit ich ein bisschen Farbe habe und verwende natürlich mein geliebtes Wangenrouge weiterhin. Das ist ja das hier, das Just Fresh. Und mische auch gerne mal mit dem Bräunungspuder von Make-up Coach, mit dem Sonny. Und so habe ich das gelöst jetzt, ja. Und das Zweite, was auch nicht mehr geht, ist, man kann einfach nicht mehr jedes Shampoo verwenden, ja. Und das Verblüffende ist, eine Zuschauerin hat das schon unter einem Video mal kommentiert, die schon diesen Transformationsprozess durch hat und Erfahrung mit weißen Haaren hat. Sie hat gesagt, die, die gerne Naturprodukte verwenden, die ja immer so also von Pflanzen ein bisschen die Farbe annehmen, die müssen aufpassen, weil auch man kann einfach nicht jedes Shampoo verwenden, ja. Und da gebe ich ihr total recht. Diese Erfahrung habe ich jetzt auch gemacht. Und zwar, du musst da mal anschauen, dieses Shampoo, also das, man würde ja sagen, dass das durchsichtig ist, ne? Ich weiß nicht, ob du das jetzt gut sehen kannst. Das hat so einen leichten, ganz leichten Gelbstich, ja. Und das ist so ein Shampoo, was für die Kopfhaut gut ist, ja, oder gut sein soll. Fand ich auch nicht so schlecht. Da komme ich jetzt gleich drauf zurück. Aber wenn ich mir damit die Haare gewaschen habe, habe ich immer diesen grayish Stich drinnen gehabt. Also dieses grau-beige, diesen komischen Gelb, nicht ganz Gelbstich, aber so beigig. Also so, wie eine andere Zuseherin auch kommentiert hat, sie kriegt die Haare nicht ganz sauber irgendwie. Ja? Und ich habe öfter, wie ich dir auch in diesem Video erklärt zur Pflege, habe ich öfter zu meinem lila Shampoo greifen müssen. Das schaut so aus. Kennst du vom anderen Video? Das riecht so gut. Aber da habe ich mir gedacht, das kann ja auch nicht die Lösung sein, dass ich dann, ich habe dann schon nach dem Haarewaschen mit diesem gelblichen Shampoo noch drüber gewaschen, ja, weil das hat einfach nicht schön ausgeschaut. Und ich habe mir gedacht, das kann jetzt auch nicht Sinn und Zweck sein von dieser ganzen Sache. Und danach habe ich dann ein ganz durchsichtiges Shampoo verwendet, auch für die Kopfhaut. Also, weil meine Kopfhaut ist, obwohl ich jetzt schon fast ein Jahr lang nicht mehr färbe, nächsten Monat jährt sie's und da mache ich dann noch ein extra Video dazu, habe ich meine Kopfhautprobleme nicht wegbekommen und habe so einige Dinge probiert. Ich werde ein eigenes Video dazu machen, wenn ich jetzt das aktuelle Shampoo, was ich jetzt seit einer Woche verwende, durchgetestet habe. Also ich bin schon jetzt sehr zufrieden. Also ich glaube schon, dass das dann meine Empfehlung an dich sein wird. Aber dieses durchsichtige Shampoo war genau richtig. Ja, und ich werde das dann, wenn meine Kopfhautprobleme sich entspannt haben, wahrscheinlich dann auf Dauer verwenden. Und ja, das wollte ich dir sagen. Das sind die zwei Dinge, die nicht mehr gehen. Also du musst wirklich aufpassen, welches Shampoo du verwendest. Das violette Shampoo immer wieder zwischendurch ist super, weil das bringt das Weiße richtig zum Strahlen, ja. Aber wie gesagt, schon das nur einen Hauch gelblich wirkende Shampoo hat schon so eine Verfärbung verursacht, ja. Das ist wirklich spannend. Aber ansonsten liebe ich meine Haare. Ich habe jetzt neulich so mich rundum betrachtet. So toll, du wirst es dann im Februar sehen, wenn ich dann so das Jahresresümee mache. Aber ich zeige dir jetzt schon, weil du begleitest mich ja, wie schön das ist. Also hier siehst du, da bin ich noch nicht so ganz weiß. Also phasenweise schon, also es ist gestreift. Zeige ich dir dann alles. Aber das hier ist doch echt schön. Ich habe neulich, das will ich da auch noch erzählen, neulich, das ist erst ein paar Tage her, im Supermarkt eine Frau gesehen, die hatte so lange Haare wie ich, also richtig lang, alle grau. Also sie hatte noch
sollten Pepper, sie waren nicht weiß, die Haare, sondern grau meliert, aber schon deutlich grau. Also ich glaube, die hat auch so da ein bisschen heller gehabt und so, aber richtig lange Haare, hatte so einen Long Cardigan an, coole Boots und richtig, richtig gut angezogen, also richtig jugendlich, ja, also nicht wie die Jugend von heute, schon ihrem Alter angemessen, aber es hat richtig cool ausgeschaut. Und weißt du, was mich so fasziniert ist? Dass man einfach nicht weiß, wie alt diese Frau dann ist, weil sie so gut ausgeschaut hat, jugendlich geblieben, aber graue Haare, hat mega, mega gut ausgeschaut, ja. Und eben diese langen Haare waren super, weil wir sehen ja eigentlich häufiger Frauen, die graue oder weiße Haare haben mit kurzen Haaren. Ja, und ich finde das so schade. Neulich habe ich auf Instagram, das kannst du sogar nachlesen, ein Kompliment bekommen für meine langen Haare. Aber im höheren, also im mittleren Alter, also jenseits der 20, ja. Und er hat gesagt, der schaut so toll aus. Also überlegst dir, ja, man muss sie schon pflegen, klar, aber ich finde den Aufwand jetzt nicht so hoch. Ich werde das in dem Video dir erzählen, wenn ich das dann wirklich nur konkret um die Haarpflege mache, allgemein. Ich tue mir nämlich nicht so viel an, ja. Also gestehe ich. Aber es hängt so viel damit zusammen und das werde ich dir dann erzählen, damit dieses Video jetzt nicht zu lang wird. Verabschiede ich mich jetzt einmal bei dir und noch einmal auf die Frau im Supermarkt aber noch zurückzukommen. Ich habe das so cool gefunden, dieses Rätsel. Wie alt ist sie? Sie wirkt jung, hat aber graue Haare, mega interessant, richtig spannend. Ja, also das hat mir richtig gut gefallen. Ich habe sie nicht ansprechen können. Unsere Wege haben sich jetzt nicht gekreuzt. Sonst, wenn sich die Situation so ergeben hätte, hätte ich ja gesagt, dass das super ausschaut. Ja? Also ich bin da nicht so, dass ich keine Komplimente geben kann. Mache ich sogar gern, weil wir Frauen sollten uns wirklich untereinander stärken und pushen und zusammenhalten. Also, ich verabschiede mich für heute. Wenn du das Video gemacht hast, würde ich mich über ein Like freuen. Abonniere gerne meinen Kanal. Jetzt kommen noch ganz, ganz viele andere Themen auch noch. Also nicht nur graue Haare, sondern alles, was dich stärkt als Frau. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!